So, willkommen zurück bei Let's Play Trench Gun. Wir wollen jetzt den Weg hier hinten doch noch erkunden. Ach ja, gar nichts, genau deswegen. Ich dachte ja erst, da geht's weiter. So, wir haben das erstmal Armor Plating gefunden. Die Kiste hat mir schon angeschaut, dann wollen wir hier runter. So, noch mehr Crafting-Materialien. So, das Staircase, die Tür zum Treppenhaus ist fest verschlossen. Mann, hab ich mich wieder erschreckt. Oh, Steroide war eindeutig das Falsche. So, schauen wir uns. Irgendwo habe ich gehört, dass eine Tür aufgegangen ist. Na, bestimmt nicht die Tür, die wir gerade noch verschlossen vor uns hatten. So, hier riskiert man einen elektrischen Schlag. Hier geht's wohl nicht mehr weiter. Müssen wir uns wieder drunter durchducken. So, ich bin durch die Blockade gekommen, aber ich muss irgendwie vorsichtig sein. Die könnten immer noch hier rundherum sein. So, jetzt sind wir in der Stadt. War es jetzt schon Kapitel 3? Nein. So, na dann wollen wir uns hier mal umschauen, Noch mehr Schwarzpulver, wo wir noch nicht so richtig wissen, wofür man das brauchen kann. Paar Vitamine sind wichtig, habe ich gehört. So, dann war da drin noch eine Tür, oder? So, Respawn Point gesetzt, falls wir sterben. Und ein Medikit. Hier wollen wir wieder aufschneiden. So, versuchen wir mal die Häuser irgendwie so nacheinander abzuarbeiten. Und wir wollen natürlich nichts verpassen. Wäre blöd. Es ist ein Safe, aber unabhängig davon ist er verschlossen. Ich brauche die Kombination. Okay, eine Safe-Kombination müssen wir finden. Da war schon was drin. Irgendwie dachte ich auf den ersten Blick, da wäre nichts. Okay, gut, gut, gut. Hier ist eine Tür nach. Oh. So, nach draußen. Hier ist die nächste Armor-Platine. So, da können wir nicht durch. Ein Block ist dann noch zu niedrig. Hier wieder die Camel-Werfung. Gott, ist das groß hier. Das Areal. Hallo? Brave Wauwaus. Das ist eine verschlossene Garage. Ui. Er hat eine Haltbarkeit. Okay, hier ist eine verschlossene Garage. Da können wir auch noch nicht hin. Können wir hier irgendwas machen? Nee. Sind überall Zäune. Und was haben wir da? Die Straße weiter ist blockiert. Weil. Keine Ahnung. Ich muss trotzdem diesen Weg nehmen. Ich muss irgendwie ein geeignetes Werkzeug finden, um da durchzukommen. Wie gesagt, in den Barrels, ich hätte noch nichts drin gefunden. Deswegen schaue ich sie immer nicht an.
Okay. Dann wollen wir hier als nächstes rein. So, hier gibt's nix. Ja, hier unten auch nicht. Dann wollen wir in das nächste Stockwerk. Oh. Hast du mich wieder erschreckt, ey. Die Dinger immer, ich sag's euch. Machen mich noch ganz fertig hier. So, bei Druckplatten habe ich noch nicht gesehen, dass was passiert wäre. Hier draußen sind nochmal Steroide. Können wir uns ein bisschen umschauen. So, noch mehr Munition, wofür auch immer die gedacht ist. So, dann wollen wir noch nach oben. Ins nächste Stockwerk. Da ist gar keins mehr, okay. Dann haben wir auch das Haus vielleicht die Türen offen lassen, damit ich weiß, dass ich da schon drin war. So, noch mehr Vitamine. Hier können wir nicht rein. Area Lockdown. Sag mir doch, ich hab dich doch gehört. So, die wilden Hunde gönnen mir ja nichts. So, da können wir nicht durch. Okay, das war's dann wohl auch hier. Was steht da drauf? Nix. Okay. Dann waren wir in dem großen Haus noch nicht drin. Da sind die Bücherregale dahinter. Bisschen Holz, bisschen andere Sachen, bisschen gar nichts. So, da hinten habe ich doch schon einen liegen sehen, eine Leiche. Ah, das sind übrigens Leichen, wenn man dagegen schlägt. Schlägt man auf Eisen. So, und schauen wir uns hier doch auch nochmal das Haus an. Es scheint ja baugleich mit dem anderen zu sein. Ein Radio. Offensichtlich. 1, 7, 7, 6. Das klingt ja wie Nummern. Was haben wir hier? Interessant. Es sieht wie irgendein, ja, ein Regierungspapier aus. Nach dessen Inhalt die Stadt von der Regierung quasi informiert worden ist, dass sofort evakuiert werden müssen. Wie kann es sein, dass der die Information vom deutschen Angriff zu denen gekommen ist, aber nicht zu uns an die Front? Höchst seltsam, sage ich euch. So, noch ein Stockwerk, das identisch aufgebaut ist. Ah, Garagenschlüssel. Den wissen wir doch auch, wo man hier nehmen können. So, mehr gibt's aber hier in dem Haus auch nicht. So, dann wollen wir doch mal schauen, was hier in da drin in dem Safe war. Ich glaube, der war hier, ja. Okay, es ist ein Safe. Ich versuche mal die Nummern vom Radio, von der Radioaufzeichnung. Ah, sie haben funktioniert. Oh, da war ein Haufen Zeug drin. So, Garagenschlüssel haben wir auch noch. Oh ja, wir haben einiges an Sachen. Aber irgendwie hatten wir schon lange keine Werkbank mehr, kann das sein? Dabei hatte ich irgendwie im Kopf, hier wäre irgendwo eine gewesen. Okay. Aber es kann natürlich sein, dass wir einfach eine verpasst haben. Das würde mich jetzt nicht direkt wundern, wisst ihr? Ist ja doch
alles groß gehalten hier. Was ja aber auch durchaus schön ist. So, ich habe den Garagenschlüssel benutzt. So, wir haben eine Schaufel gefunden. Und hier ist eine Workbench. Bandagen. So, die bessere Gasmaske können wir auf jeden Fall mal machen. So, die bessere Weste auch. So, was haben wir hier? Plus zwei Armor hier auch. Aber ist trotzdem besser. Die kommt dann darüber und die Standard Weste ziehen wir uns auch noch an. Okay. Wir haben jetzt auf jeden Fall die Schaufel. Okay, 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 okay. Was konnten wir da noch machen? Bandagen brauchen wir nicht. So, machen wir mal ein bisschen Munition. Ich weiß noch nicht, wofür. Ob es wirklich Schusswaffen oder sowas gibt oder einfach nur einen Bogen oder man weiß es nicht so genau. So, damit müssen wir jetzt ja hier das wegmachen können. Genau. Schaufel war wohl das richtige Werkzeug da dazu. Also das kenne ich jetzt auf jeden Fall auch schon alles nicht mehr. Falls ihr euch wundert. Du! Da, halt! Da ist ein Mann in der Ranch drin, der mich anschreit. Ich sollte mir das vielleicht mal anschauen. Hä? Du bist nicht einer von diesen verpesteten Deutschen. Das ist auf jeden Fall mal klar. Wer bist du? Also, du bist gar keiner von diesen verpesteten Deutschen. Oh, wer bist du dann? Keine Ahnung, ich weiß, das ist seine Stimme. Ich hab's nur noch. Alter Mann, okay. Ach, du bist also auch Russe, hm? Wie kommt's, dass du immer noch hier bist? Die ganze Stadt ist eine Geisterstadt. Oh, ich hab mich entschieden, hier auf meiner Ranch zu bleiben und niemand, und ich weine, wirklich niemand, wird mich von meinem kleinen Versteck hier fortbringen können. Jetzt antworte mir, junger Mann, bevor ich anfange, einen zittrigen Abzugfinger zu bekommen. Alles gut, beruhigen Sie sich. Legen Sie die Waffe weg. Ich bin Oskar, ich gehöre zur russischen Aufsicht. Wir hatten nicht weit von hier einen Auftrag, aber wir wurden von den Deutschen angegriffen. Und die haben irgendein tödliches Gas. Tödliches Gas, sagst du? Verdammt. Hören Sie mir zu. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss unbedingt den russischen Stützpunkt erreichen und denen sagen, bevor es zu spät ist. Durch die Straßen zu gehen ist Suizid. Ich habe diese Verrückten gesehen. In ihren Gasmasken und Anzügen. Die haben die ganze Gegend abgeriegelt. Sie haben mich jetzt noch nicht gefunden. Und falls Sie wollen, dann werde ich Ihnen die Pferdehufe in Ihren Arsch stecken. Schau, da gibt's eine geheime Untergrundpassage. Direkt da draußen im Stall. Also, oh Gott, 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 jetzt geht's schnell. Ich kann zwar nicht garantieren, dass es sicher ist, aber es ist sicher besser, als direkt über die Straße zu gehen. Hier, nimm das. Es ist von einem alten Mann, die Puppe, bis jetzt, aber schafft sie es aber immer noch, Wumms zu machen. Ich denke, du willst besser damit umgehen können. Schau dich ruhig in meinem Haus um. Ich habe ein bisschen Munition für sie hier und vielleicht findest du noch brauchbares Zeug. Wenn du bereit bist, dann geh einfach raus und geh in den Tunnel in der Scheune. Viel Glück. Oh, wow, vielen Dank und passen Sie auf sich auf. Leben Sie wohl. Haben wir jetzt tatsächlich eine Schusswaffe bekommen? Tatsächlich. Sort of Shotgun. Ah, es gibt jetzt Armbrüste. Wie gesagt, ich kenne die neuen
Items noch nicht so wirklich. Da ich denke, die alten Sachen, die können wir irgendwo hier lassen. Unser Ding ist unendlich voll. Okay. Das heißt, wir wollen die immer mal geladen haben. Ist ja cool. Sowas jetzt gibt. Wie gesagt, ich kenne die neuen Minecraft-Versionen nicht. Ich spiele die nie wirklich. Okay, da dürfen wir gar nicht lang. Okay, wir haben gar nicht die Option, über die Straßen zu gehen. Okay, da ist nichts versteckt. Wäre aber ein cooles Versteck gewesen, wisst ihr? Aber wir wollen halt irgendwie auch auf unseren Nahkampfwaffen beruhen. Im Untergrund, Kapitel 3. Navigiere durch die dunklen Tunnel. Oh, es ist verdammt dunkel hier. Ich mach mal lieber eine Fackel an. Ich schau mal, dass die Einstellung hinkrieg. So, ich habe jetzt einfach einen anderen Shader genommen. Jetzt habe ich die Fackel in der linken Hand, damit es funktioniert. Weil irgendwie das mit dem dynamischen Licht nicht so geklappt hat. Deswegen werden wir uns jetzt so hier umschauen müssen. Ich sehe mich schon wieder zu Tode erschrecken. Da merkt man wieder, dass Horror absolut grafikunabhängig ist. So, dieser Typ hat ja hier Vorräte für Monate. Hoffen wir mal, dass hier unten nicht allzu viele Monster gibt. So, das ist eine sehr geschützte Tür. Diese Tür ist verschlossen. Sieht so aus, als ob sie in Abstellkammer führt. Hier ist der Workshop drin. Ich weiß nicht, ob der Boden ganz so krass leuchten sollte. Egal. Was können wir denn jetzt machen? So, Standardweste haben wir. Eigentlich wollen wir die Heavy Duty West. Ach, wir haben wahrscheinlich keinen Stahl, oder? Nee, Stahl geht uns ab. Aber sonst haben wir eigentlich alles. So. Wir wollen uns ein bisschen umschauen. So, Generator und Wasser. Ach du Heilige. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Wenn es so dunkel ist, dann müssen die Reaktionen stimmen. Ja. Okay, noch ein bisschen Tape.
So, Storage Key gefunden. Das ist doch schon mal was. Und irgendwas rumpelt durch die Rohre, was nicht so gesund klingt. Hier sind die Archive. Okay, hier sind sonst keine mehr. Ah, da ist doch noch Stahl. Können wir doch noch die bessere Weste herstellen, das ist doch gut. Aber irgendwie kann ich hier drin nicht wirklich sprinten. Aber das haben sie vielleicht einfach fürs Feeling gemacht, könnte ich mir vorstellen. Okay, er war in der Lobby nicht. Außer das Stahl, das wir unbedingt haben wollten, insofern. Sind wir hier raus reingekommen? Keine Ahnung. Habe ich eindeutig schon wieder vergessen. So. So, wo ist unser Heavy Duty West? Die hilft doch schon ganz gut, würde ich sagen. Okay. Aber war da jetzt nicht noch was? So, da kam der zweite. Was haben wir hier? Das Glasfenster schaut instabil aus, aber es ist es nicht. Wenn ich versuche, dagegen zu schlagen, dann bleibt nicht mal ein Gatzer drin. Der Report vom Panzermann. Ich weiß nicht, ob man Bücher für irgendwas braucht. So, was haben wir hier? Wenn man den Knopf drückt, dann leuchtet einfach nur ein rotes Licht auf. Es braucht wahrscheinlich noch irgendeinen Schlüssel oder sowas. Okay, es war der Kontrollraum. Achso, das war links. Jetzt sind wir aber hier fertig. So. Jetzt habe ich einfach hier den Schlüssel hergenommen. Okay. Von denen nicht umbringen lassen. Halt hier in dem Dunkeln echt nicht so einfach. So. Schaut fast schon nach einer versteckten Kiste aus da oben. Haben wir da jetzt gefunden? Security Clearance Card. Ziemlicher Hightech-Shit, sagt er. Noch nie sowas gesehen. Das ist ja mit Sicherheit die, die wir brauchen. Da kamen wir an, da kamen wir nicht weiter. Workshop ist auch falsch. Hier links. Im Kontrollraum durch und hier. So, ich habe die Security Card hergenommen und jetzt leuchtet das Licht grün. Irgendwas muss passiert sein. Wir haben schon eine Tür aufgehen hören.
Na wunderbar. Die Gegend war ganz schön gut verschlossen. Ich sollte ein bisschen Acht geben. Ich schalte mal kurz wieder auf den anderen Shadow um, dann läuft es wieder flüssiger. So, Schatz, zwar nicht mehr ganz so hübsch aus. Aber dafür funktioniert's. Den nächsten würde ich eigentlich ganz gern mal erschießen. Erstmal ausprobieren, wie das so funktioniert. So, Da ist er, der Panzermann. Ich weiß gar nicht, was da stand. Das sind irgendwie kaputte Ziegelsteine. Was zur heilige Scheiße. Lauf. Okay, wir sollen wohl laufen. Dabei könnte man den so schön stecken lassen. Aber dafür müsste er irgendwie durch die einen Türen durchkommen. Okay, wir brauchen also die Schaufel. So. Lock the door, lock the door. Schließ die Tür. Okay, wir haben die Tür aber geschlossen. Achso, das Tor sollen wir schließen. Ich denke, das sollte reichen. Was zur Hölle war das für ein Ding? Meine Waffen konnten dem Ding gar nichts antun. Wie viel Munition haben wir jetzt verschleudert für den? Achso, hier gibt es eh den Report. Den haben wir gar nicht durchgelesen. Aber das machen wir auch erst im nächsten Part, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zusehen. Und macht's gut. Bis dahin. Ciao.